In diesem kurzen Video möchte ich zeigen, wie man Aufgaben, bei denen der Strom in Abhängigkeit der Zeit gegeben ist und man die Ladung bestimmen soll, in einem Netzwerksimulator wie LTSpice berechnen kann oder da zumindest mal eine Probe machen kann. Als Beispiel soll hier mal die Aufgabe 12 dienen aus dem Übungsheft. Und hier ist der Strom gegeben und der Strom ist ja gleichzeitig sowas wie die Ableitung der Ladung nach der Zeit. Also andersrum ist die Ladung dann natürlich sowas wie das Integral über den Strom. Und ich will jetzt hier keine detaillierten mathematischen Formeln hinschreiben, sondern einfach nur mal so eine grobe Idee geben, wie man jetzt hier auch rein grafisch auf die Lösung kommen könnte, wie die Ladung in Abhängigkeit von der Zeit aussieht. Und wenn man halt den Strom über die Zeit integriert, kommt da als Einheit Ampere Sekunde raus. Oder das wäre halt auch das gleiche wie Coulomb. Und hier unten, das soll immer noch die Zeit in Sekunden sein. Und ich versuche jetzt mal hier so die gleiche Einteilung zu wählen. 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden. So, integrieren heißt jetzt eben nichts anderes als das Integral ist nichts anderes als die Fläche unter der Kurve. Und wir sehen hier, der Strom steigt linear an. Das Integral oder die Stammfunktion von einer linearen Funktion ist eine quadratische Funktion. Also hier unten sollte das quadratisch ansteigen. Und nach einer Sekunde ist die Fläche hier ja die Hälfte von diesem Quadrat, also 0,5, wenn hier mal 1 ist, dann sind hier 0,5 Coulomb. Und anhand einer Parabel, anhand einer quadratischen Funktion, sollte das hier so auf diesen Wert einsteigen. So, dann können wir weiter gucken. Hier die Fläche, das sind zwei Kästchen, 2 Sekunden mal 1 Ampere, 2 Ampere Sekunden. Also bis zu 3 Sekunden sollte das, hier oben sind 2,5 Coulomb, sollte das auf 2,5 Coulomb ansteigen, die Ladung. Dann sieht das ungefähr so aus. Dann ist der Strom hier 0, da gibt es keine Fläche unter der Zeitachse, also ändert sich die Ladung auch nicht und bleibt konstant. Dann ist der Strom negativ und diese Fläche hier, das sind auch wieder 2 Ampere mal eine Sekunde, aber negativ, weil es unterhalb der X-Achse ist, also sollte der Strom, sollte die Ladung um 2 Coulomb wieder abnehmen, von 2,5 wieder auf 0,5, auf ungefähr diesen Wert, sinkt die Ladung linear ab und hier hinten ist das wieder eine Gerade, die Stammfunktion von der linearen Funktion ist wieder eine quadratische Funktion. Auch das ist wieder negativ, die Fläche, weil sie unterhalb der Zeitachse liegt. Und genauso groß wie die Fläche von, also wieder 0,5 Coulomb oder 0,5 Ampere Sekunden. Und dann steigt das, oder dann sinkt die Ladung anhand einer Parabel hier wieder ab. Und wir haben hier vorne so wie eine Aufgabenstellung gegeben mit 0 Coulomb angefangen und Ende hinten auch wieder mit 0 Coulomb. Und zwischendurch ist die Ladung immer stetig, denn die Ladung ist eine Haltungsgröße, die kann nicht springen. Und das soll jetzt mal in so einem Netzwerksimulator wie LTSpice nachgebaut werden. Wenn man den noch nicht hat, kann man sich den hier runterladen. Das LT von dem LTSpice stand früher mal vor Linear Technology, das gehört jetzt zu Analog Devices, wenn man auf die Seite geht. Findet man hier Download LTSpice und kann sich das dort runterladen. Ich habe das hier natürlich schon mal gemacht und das schon geöffnet und mache mal hier ein neues Schaltbild auf. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Sache, so ein Netzwerksimulator kann Netzwerke simulieren, der weiß nichts so richtig von, also von Strom schon, aber nicht unbedingt von Ladung. Also wir müssen ihm irgendwie was geben, ja, was auch sowas wie diese Formel hier hat. Und das ist natürlich sowas wie C mal DU von T nach DT. Und wenn man sich überlegt, dass die Kapazität, dass das C ja sowas ist wie eine Ladung bei einer bestimmten Spannung. Und wenn man das mal da oben einsetzen würde hier für das C, dann würden sich die U's wegkürzen und dann würde genau die gleiche Gleichung überbleiben. Also die Gleichung sieht nicht nur ähnlich aus, sondern es ist eigentlich tatsächlich genau die gleiche Gleichung. Und dieses C hier, das finden wir auch in dem Netzwerksimulator. Also nehmen wir mal ein C, eine Kapazität und wenn wir der hier den Wert 1 geben, 1 Farad
für die Kapazität dann, ja, oder hier unten, wenn die Kapazität 1 ist, dann haben die Ladung und die Spannung beide genau den gleichen Zahlenwert. Zwar eine unterschiedliche Einheit, die Ladung hat Ampersekunden, die Spannung hat die Einheit Volt, aber die kriegen beide den gleichen Zahlenwert. Also geben wir dieser Kapazität hier schon mal den Wert 1 Farad. Jetzt brauchen wir noch hier vorne eben einen Strom, der diese Kapazität ansteuert und auflädt. Die Stromquelle findet man hier unter Component, die heißt Current. Und mit Steuerung R kann man die, drehe ich die mal so, dass die den Strom hier nach oben in die Kapazität reinschiebt. Jetzt braucht man noch unbedingt einen Masseknoten, den findet man bei Ground. Den setze ich mal an das untere Ende von der Stromquelle und dann kann man das mit dem Wire-Tool alles miteinander verbinden. Und dann malt ihr T-Space hier unten noch automatisch so einen Knoten hin. Und jetzt wollen wir halt, also nur das wäre das Massepotenzial, hier oben gäbe es eine Spannung, auf die dieser Kondensator aufgeladen wird. Und diese Spannung entspricht der Ladung. Und deswegen nenne ich mal diese Spannung hier tatsächlich Ladung. Und packe das mal hier so hin. Und dann heißt dieser Knoten hier Ladung an der Stelle. So, jetzt müssen wir dem Strom irgendwie verklickern, wie sieht diese Zeitfunktion hier aus. Das kann man machen, indem man mit der anderen Maustaste auf die Stromquelle draufklickt und dann auf Erweitert klickt. Und dann gibt es hier Zeitfunktionen und da wählen wir jetzt aus PWL. PWL steht für Piecewise Linear, für Stückweise Linear. Und jetzt können wir halt sagen, also zum Zeitpunkt 0 soll der Strom 0 Ampere groß sein. Und bis zum Zeitpunkt 1 Sekunde soll der Strom auf 1 Ampere angestiegen sein. Und bis zum Zeitpunkt 3 Sekunden soll der Strom konstant 1 Ampere sein. Jetzt muss man so ein bisschen tricksen. Jetzt soll ja der Strom hier springen. Also sagen wir mal 3 Komma. Anstatt Komma muss man einen Punkt nehmen, weil es ja sozusagen ein amerikanisches Programm, wo ein Dezimalpunkt und kein Dezimalkomma verwendet wird. Also kurz nach 3 Sekunden soll der Strom 0 sein. Und jetzt kann man hier unten noch weitere Punkte eingeben und sagen, also dann bis 4 Sekunden. Bei 4 Sekunden wollen wir immer noch 0 haben. Kurz nach 4 Sekunden, also wieder 4, und ein bisschen soll der Strom auf minus 2 springen. Bis 5 Sekunden soll der Strom bei minus 2 bleiben. Und kurz nach 5 Sekunden, also wieder ein paar Nullen und eine 1 dahinter, soll der Strom auf minus 1 springen und dann bis zum Zeitpunkt 6 Sekunden dann wieder auf 0 gehen. Okay, und okay, und jetzt sieht man, kriegt das hier so einen langen Rattenschwanz, da stehen jetzt genau diese ganzen Werte drin. Und damit kann man jetzt eigentlich schon simulieren. Und simulieren geht mit diesem kleinen Männchen da oben. Ja, und jetzt wollen wir halt von 0 Sekunden bis 6 Sekunden simulieren. Also ist die Stoppzeit 6 Sekunden. Und das, was jetzt eigentlich im Hintergrund passiert, also diese Integrale und Ableitungen, die da berechnet werden, das funktioniert numerisch mit kleinen Zeitschritten. Und das funktioniert im Allgemeinen umso genauer, je kleiner diese Zeitschritte sind. Also kann man ja auch einen maximalen Zeitschritt einstellen. Den stelle ich jetzt mal auf 10 Millisekunden, sodass das heißen würde, hier immer für eine Sekunde gibt es halt 100 Zeitschritte, ne? Sodass wir insgesamt halt auf 600 Zeitschritte kommen, mit denen das Ganze hier diskretisiert wird. So, dann okay. Und dann fängt er auch schon an zu simulieren. Ich mache mal hier unten immer mit Space, kann man das wieder so vergrößern, dass es gut in das Fenster passt. Und wir können uns erstmal den Strom angucken, um zu schauen, um eine Probe zu machen, ist das der Strom, den wir hier haben. Und dann sehen wir, der fängt bei 0 an und steigt auf 1 an und bei 3 Sekunden und so weiter und so fort. Also das sieht ziemlich genau aus wie hier drüben. Und jetzt wollen wir halt auf die Ladung hier unten kommen. Und die Ladung entspricht halt dem Knoten an dieser Spannung. Und die Spannung kann man sich anzeigen lassen, wenn man einfach mit diesem Spannungstastkopf da drauf klickt. Und dann wird jetzt hier oben in blau die Ladung dargestellt und wir sehen sehr schön, die steigt eben anhand einer solchen Parabel an auf ungefähr 0,5. Das ist jetzt hier diese Skala, dann steigt die linear an auf 2,5, bleibt halt konstant, fällt wieder ab linear auf 0,5 und ändert sich halt am Ende nochmal anhand einer Parabel, bis sie dann wieder den Wert 0 erreicht. Und
Auf die Art und Weise kann man halt sehr schöne Probe machen und gucken, dass was man hier vielleicht sehr, sehr, sehr lang und sehr, sehr, sehr mühselig ausgerechnet hat, durch viele Formeln mathematisch und dann am Ende gezeichnet hat und geplottet hat als Probe, stimmt das hier überein. Und letztendlich kann man das natürlich auch in die andere Richtung machen. Also auch bei Aufgaben, wo die Ladung gegeben ist und einen der Strom interessiert, ja, muss man das Schaltbild natürlich ein bisschen anpassen, die Spannung mit einer Quelle vorgeben und dann sich halt den Strom anzeigen, der durch diesen Kondensator fließt. Und dann kann man auch Aufgaben, die in die andere Richtung, wo die Aufgabenstellung in die andere Richtung ist, damit lösen auf diese Art und Weise.